Willkommen bei meinem allerersten Let's Play. Ich bin Inoki und habe mir als Besonderes für mein erstes Let's Play jetzt Mass Effect für euch ausgesucht. Weil ich dachte mir, es soll was Besonderes sein. Mass Effect ist meine absolut liebste Gameplay-Reihe. Und von daher fangen wir mal beim ersten Teil an. Arbeiten uns dann hoch bis zum dritten Teil und irgendwann dann kommt Andromeda. Das ist ja dieses Jahr jetzt auf der E3 vor kurzem angekündigt worden. Aber soweit wollen wir noch gar nicht in die Zukunft vorgreifen. Wir drücken jetzt erst einmal eine beliebige Taste, um fortzufahren. Über Mass Effect kann ich euch so einiges erzählen, weil, wie gesagt, das ist mein Lieblingsspiel. Da kennt man sich dann schon ein bisschen aus, auch wenn man es mal eine Weile lang nicht gespielt hat. So, schauen wir uns jetzt erstmal ein bisschen in den Optionen um. Weil, worauf ihr euch bei mir auch freuen könnt, ich spiele immer gerne auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, was in diesem Fall Wahnsinn ist. Ich liebe einfach eine Wahnsinnsherausforderung. Zudem habe ich den automatischen Stufenausstieg aus, weil ich bestimme gerne selbst, wo die Punkte hingehen. Zudem die Untertitel, falls man mal was nicht ganz versteht und die anderen schön mitlesend belauschen kann. Den Squad-Mitgliedern erlaube ich immerhin auch die Fähigkeitennutzung nur zur Verteidigung, weil ich sonst der Meinung bin, dass es immer in den falschen Situationen einsetzen und ich dann, wenn ich es gerade will, die natürlich damit mit dem Aufladen wieder beschäftigt sind und die schönen Fähigkeiten nicht einsetzen können, wenn ich das denn jetzt gerne hätte. Zudem habe ich Autospeichern eigentlich immer an, weil ich bin vergesslich, drücke selten auf Autospeichern, also auf Speichern, und dann muss man oft ziemlich lange Sachen nochmal machen, wenn man stirbt. Was auf Wahnsinn ja jetzt nicht so wahnsinnig unerwartet ist. Sonst Steuerung sieht man dann im Spiel. Da muss ich mich ja jetzt beschäftigen, nicht ihr. Eingabe bleibt auch so, wie es ist. Kann man jetzt nicht so schönes Neues zu machen. Grafikeinstellungen. Wenn ihr Mass Effect neu installiert habt, kann es schon mal sein, dass ihr hier bei der Auflösung nicht bis zu den 1920x1080 hochkommt. Dafür müsstet ihr dann erst den Launcher starten, in die Konfiguration reingehen und dort könnt ihr dann aussuchen, was für einen Monitor ihr habt, also 16:9, 16:10 oder 4:3. Deshalb kann es sein, dass wenn ihr das spielen wollt, ihr vielleicht unzufrieden seid, weil ihr hier nicht die entsprechende Grafikeinstellungen habt. So, der Rest bleibt jetzt einfach mal, wie er ist. Wir gehen zurück aus den Einstellungen zurück und ich fange mit euch eine neue Karriere an. Willkommen in der Datenbank des Allianzmilitärs. Geheime Informationen angefordert. Dann fordern wir mal die geheimen Informationen an. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Zu B. So, aber ich bin kein John Shepard, daher geben wir einfach mal eine neue ID ein. Und der Schnellstart weibliche Charakter, der gefällt mir jetzt nicht so. Ich spiele aber gerne die weiblichen Charaktere. Bitte locken Sie sich ein, um Zugang zu daher machen wir uns jetzt einfach einen neuen. Wie ich euch vorhin schon gesagt habe, ich bin Inoki und deshalb spielen wir hier jetzt mit Inoki Shepard und retten die Galaxie. So, dann sende mal meine Daten an das Allianzmilitär. Dechiffriert. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Und es ist ein Datenfehler aufgetreten. Was soll denn der Mist? Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Einmal mit Profis arbeiten sollte man hier. Zeit vor dem Dienst bestätigen. So, hier können wir jetzt quasi unsere Vorgeschichte noch eingeben. Entweder man war halt, sind auch schon die Eltern Raumfahrer gewesen, schon beim Allianzmilitär, dass es einem quasi mit in die Wiege gelegt wurde, auch später bei der Allianz mitzumachen, bei dem kleinen Verein hier. Oder man kann sagen, dass man aus einer ein Kolonist ist, dann ist man auf Mindor geboren und aufgewachsen, bis man dann halt 16 Jahre alt war. Wurde dann
die Stadt von Sklavenjägern überfallen, töte die Familie, Freunde. Und alles, was einem noch geblieben ist, ist, dass man von der Allianz-Patrouille gerettet werden konnte. Was macht man, wenn einer einen rettet und es ist die Allianz? Dann tritt man denen natürlich bei. Oder man kann sich dafür entscheiden, dass man von der Erde gekommen ist, die in dieser Zeit nicht gerade den besten Ruf weg hat. Also zumindest, wenn man als Waisenkind auf der Straße aufwächst, kennt man das ja, yo fies, ich bin voll Hammer, böse. Und man will dem dann trotzdem entkommen, weil man da ja nicht die großen Zukunftspläne hat. Kann man sich ja einfach mal beim Militär bewerben. Was hier zu sagen ist, ist für die, die selber spielen wollen, sich einen Charakter anlegen. Man kann auf einer guten Gesinnung oder auf einer bösen Gesinnung spielen. Natürlich das auch mischen. Es kommt immer darauf an, welche Entscheidung man trifft. Entscheidet man sich hier jetzt als für den Raumfahrer, erhält man einen Bonus auf Vorbildlichkeitspunkte. Entscheidet man sich für von der Erde, kriegt man einen Bonus auf die bösen Punkte. Entscheidet man sich für Kolonist, kriegt man halt von beiden normal viele Punkte. Da wird dann keiner bevorzugt, dass sich Entscheidungen nicht ganz so stark auswirken. Ich würde dann einfach mal sagen, dass wir hier aus dem Ghetto kommen und von der Erde aus den Slums uns erheben. So, jetzt müssen wir uns noch unser psychologisches Profil aussuchen, denn hier gibt es auch wieder diese drei Optionen. Man ist entweder einziger Überlebender von einer Mission, auf die man geschickt wurde. Dort ist halt das Squad in eine bedrohliche, lebensbedrohliche Situation geraten und wir, Shepard, sind der Einzige, der da überlebt haben. Gab natürlich einen Haufen, gab auch Medaillen dafür, dass man es überlebt hat, aber natürlich bleibt das schon an einem hängen, dass alle Freunde, Kameraden, Kollegen dabei gestorben sind. Oder man kann sich entscheiden, dass man ein Kriegsheld ist. Dann gab es halt auch wieder eine gefährliche Mission, aber es hieß, wir müssen diese Position halten. Und wenn Shepard was macht, dann lässt er niemanden zurück und hat dafür gesorgt, dass auch all seine Kameraden es schaffen und man den Feind zurückschlagen konnte. Das gab natürlich zahlreiche Medaillen, weil man so toll ist. Und ist halt der Kriegsheld in aller Munde. Oder wir können uns dafür entscheiden, dass wir der skrupellose Kerl sind. Oder in diesem Fall Kerlin. Dann heißt es, the job has to be done. Egal was passiert, der Auftrag muss erledigt werden. Denn Versagen ist bei diesem Shepard keine Option. Wie schon eben erwähnt, gibt einmal die Herkunft einen Bonus auf Vorbildlichkeit und Abtrünnigkeitspunkte, genauso wie das psychologische Profil. Hier ist halt der einzige Überlebende wieder dieser neutrale Teil. Der Kriegsheld gibt natürlich Vorbildlichkeitsbonus und skrupellos gibt hier den abtrünnigen Bonus. Gerade eben waren wir abtrünnig, dann sind wir doch jetzt mal der Kriegsheld. Der Kriegsheld von der Erde. Damit wir noch nicht, weil wir noch lange nicht genug ausgesucht haben, müssen wir uns jetzt noch eine Klassifizierung aussuchen. Dort können wir halt einen auf Soldat machen. Das heißt, man ist in den ganzen Waffen ausgebildet, man hat halt eine höhere Gesundheit, man kann bessere Rüstungen tragen oder man kann halt einen auf Techniker machen. Dann spezialisiert man sich auf die technischen Fertigkeiten, dass man die Waffen von den anderen stören kann, dass man, wenn man es entwickelt, auch zum Beispiel, es gibt ein Maschinenvolk, gegen das man hier kämpfen muss. Diese kann man dann hacken und für sich kämpfen lassen, dass sie gegen ihre Gegner antreten. Man kann die Schilde verbessern, weil hier hat man im Kampfsystem erstmal Schilde, die dann kaputtgeschossen werden, bevor man selbst verletzt wird. Was bei den Technikern ist, sie können nur leichte Panzerung tragen und in Pistolen ausgebildet werden. Der Soldat kann alle Waffen und halt auch schwere Rüstungen. Der Experte ist der Biotik-Spezialist. Biotik würde ich jetzt hier mal
ja quasi als Magie bezeichnen, wie man das aus anderen Spielen kennt. Man kann halt biotische Felder erzeugen, denen sich dann der andere nicht mehr bewegen kann. Das ist die Stasis. Man kann sie mit einer Singularität, kann man die Gegner vom Boden ziehen. Warp richtet Schaden über Zeit an. Und der Experte ist halt gut in biotischen Schaden. Dann gibt es noch den Infiltrator. Der ist halt in Kampf- und Technikfertigkeiten ausgebildet. Und halt, um den Gegner gut auch aus der Ferne ausschalten zu können, kann er auch halt snipern. Mit dem Scharfschützengewehr Gegner von weit, weit weg erschießen. Zudem kann der halt auch dechiffrieren, was man später braucht, um bestimmte Kisten und Türen knacken zu können. Dann gibt es noch den Wächter. Der ist eine Mischung zwischen Biotik- und Technikfertigkeiten. Kann auch nur leichte Panzerung tragen und ist in keiner Waffe, glaube ich, wirklich gut ausgebildet. Kann zumindest kein erweitertes Waffentraining erhalten. Und den Frontkämpfer, das ist so die typische Kampfsau, die immer in der ersten Reihe mitstehen will und alles mit den Schrotflinten und aus nächster Nähe abknallen will. So. Am interessantesten für mich klingen der Techniker, der Experte und der Infiltrator. Gut, der Wächter klingt auch nett. Ich bin jetzt halt nicht so der Soldatentyp. Ich bin dann doch eher einer, der Wert auf Spezialfähigkeiten legt. Und ich glaube, dann nehme ich dann gerne, weil ich auch wirklich gerne aus der Ferne kämpfe, so Snipern, Bogenschützen, nehme ich den Infiltrator. So, dadurch, dass ich schon gespielt habe und einige Errungenschaften freigeschalten habe, kann ich mir hier noch eine, habe ich eine große Auswahl an Bonustalenten. Diese Bonustalente helfen mir halt dann nochmal dabei, noch ein zusätzliches Talent entwickeln zu können, was man sonst nicht hätte. Was jetzt nicht zum Infiltrator gehört. Das wären halt hier, man kann jede Waffe einsetzen. Nur, dass, wenn man ausgebildet ist, kann man sie halt auch vernünftig einsetzen. Ansonsten weiß man nie genau, was man denn jetzt gerade treffen könnte. Deshalb könnte man sich jetzt noch, bisher kann ich die Pistole und das Scharfschützengewehr. Jetzt könnte ich noch sagen, ich würde gerne noch die Schrotflinte oder das Sturmgewehr benutzen. Zudem gibt es Heben. Damit kann ich dann, das ist eine biotische Fertigkeit, die kann den Gegner in die Luft heben, dort eine Weile festhalten, also hochheben, wieder runterfallen lassen, dass man derzeit halt auf ihn schießen kann und er sich nicht bewegen kann. Das Werfen ist halt wie eine Druckwelle, die den Gegner einfach eine ganze Weile nach hinten wegschleudert. Warp ist halt, wie gerade eben schon erwähnt, das ist dann halt, das schwächt die Panzerung des Gegners und fügt den Schaden über die Zeit hinweg, ohne dass man ihn halt nochmal treffen muss. Die Singularität ist wie das Heben. Es erzeugt halt an einem Ort eine Singularität. Davon werden die Gegner angezogen und drehen sich dann in leichten, kreisenden Bewegungen um diese Singularität. Das Heben hebt sie halt wirklich einfach nur vom Boden hoch und die Singularität lässt sie dann noch zu dieser Singularität hinschweben. Mit der Barriere, das ist quasi wie noch ein Schild, ein biotisches Schild. Die Stase hält die Gegner fest. Lässt sie halt kurz einfrieren, man kann drauf schießen, wenn sie zu viel Schaden kriegen, wachen sie daraus wieder auf. Hacken ist, wie gesagt, es gibt ein Maschinenfall, gegen das man antreten kann. Dieses kann man dann auch hacken. Das ist kurze Zeit dann mit einem gegen die Gegner antritt. Oder halt, man kann sich auf Medizin spezialisieren. Einerseits wirken dann die Medikits, die man hat, besser. Und man lernt, soweit ich das in Erinnerung habe, auch den neuralen Schock, womit man humanoide Gegner betäuben kann. Ich würde dann, denke ich mal, das Hacken nehmen, weil das echt viel Spaß macht, dann die Gegner für einen kämpfen zu lassen. Da muss man schon einen weniger bekämpfen. Das Gesicht gefällt mir nicht so ganz. Daher ändern wir doch mal die Erscheinung.
So, was ihr hier sehen könnt, ist, wenn ihr dem, wenn ihr eurer Shepardine, eurem Shepard ins Gesicht klickt und jetzt habe ich zu früh damit angefangen. Dafür muss man sich hier noch für eins entscheiden. Fangen wir mal bei den Haaren an. Ach, mit Rechtsklick. Wenn ihr Rechtsklick hinklickt, könnt ihr eurem Shepard sagen, ob das Gesicht in die Richtung bewegt, wo er denn hinschauen soll. Könnt ihr nach unten, nach oben, nach rechts, nach links schauen. Oder halt dann auch mit ein bisschen Übung wieder in die Mitte. Das trifft man nur sehr schlecht. So, was haben wir denn hier für Farben? Gucken wir die mal durch. Blond. Brünettblond. Rote Haare. Braune Haare. Anders braune Haare. Dunkelbraune Haare. Schwarze Haare. Also ich wäre für rote Haare. Ich finde, Shepard hat rote Haare. Dann gibt es noch jede Menge verschiedene Frisuren. Von Allianz glatt rasiert. Über kurze Haare, also halbkurze Haare und das Ohr gekämmt. Richtig kurz, also kurze Wuschelhaare. Andere Haare. Ein Dutt hinten zusammen. Auch offene Haare. Ein anderer Dutt, würde ich sagen. Noch eine andere Duttform. Noch eine andere. Und ein einfacher Pferdeschwanz. Den, denke ich, finde ich am praktischsten, weil man ist immerhin zum Kämpfen da. Und dann, man mag ja trotzdem lange Haare haben, aber dass sie eigentlich die ganze Zeit im Gesicht rumwedeln. Oder dass man 5 Tonnen Haarspray drin hat. So, was haben wir denn hier für Augenbrauen? Ja, irgendwie sehen die alle etwas unscharf aus. Mass Effect 1 ist halt schon ein bisschen älter. Damals war das wahrscheinlich alles noch richtig revolutionär. Heute ist es halt nicht mehr ganz auf dem Stand der Technik. Aber das ist ja mit jedem älteren Spiel so. Man sollte sich dann einfach freuen, was man an der Technik heutzutage hat. Ich glaube, ich finde die nicht schlecht. Die sind nicht zu viel, nicht zu wenig. Und aber bitte auch in Rot. Wir sind naturrot. Wir sind von der Flamme geküsst. So. Ansonsten gefällt mir die Gesichtsstruktur eigentlich so. Sieht sehr natürlich aus. Nicht zu kantig, nicht zu weich. Was meint ihr? Was können wir denn noch gucken? Zum Beispiel die Augenfarbe. Das Grün ist jetzt nicht so ganz meine Farbe. Auch wenn man mir, wenn ich mir später wahrscheinlich kaum noch in die Augen schauen werde, gibt es unterschiedliche Grüntöne. Ein dunkles Grau. Das würde ich als blau bezeichnen. Guck mich an, Shepard. Zeig, guck mich in die Augen. Braune Augen, schwarze Augen. Ich glaube, ich finde diesen Farbton nicht schlecht. Ich finde, das hat was leicht gräulich-silbernes, wie das Universum. So ein bläuliches Silber würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ansonsten kann man noch die Augen überall hin verschieben, das Gesicht dicker machen, dünner machen. Hier sind eigentlich kaum einem Grenzen gesetzt. Schauen wir hier noch in die Gesichtsstruktur rein. Hier gibt es auch noch Narben, die man sich aussuchen kann. Immerhin schon hat Shepard eine lange Geschichte hinter sich. Hier sehe ich gerade nicht, wo die Narbe sein soll. Ach doch, genau hier. Einmal quer durchs Gesicht durch. Hier auf der Wange hat sich gerade was verändert. Aber auch nicht so erkennbar. Hier in der Augenbraue sehe ich was.
Da jetzt hier die Narben auch, bei, wenn er bei seinen eigenen Charakter macht, viel, zu viel Zeit reinsteckt, sich eine auszusuchen. Es gibt drei Teile, aber die Narbe wirkt sich nur auf den ersten Teil aus. Im zweiten Teil werden die Gesichtsnamen leider nicht übernommen. Warum, das will ich euch nicht vorwegnehmen. Das kommt noch. Ich will euch ja jetzt nicht alles dann vorverraten. Da wollen wir uns langsam erst hinarbeiten, was im zweiten oder dritten Teil passiert. Komm, hier haben wir hübsch eine Narbe an der Augenbraue. Kein Mensch ist perfekt. Nicht einmal unser Shepard. So. Ein bisschen Make-up kann auch sein. Aber nicht zu viel. Wir sind immerhin im Krieg und müssen die Galaxie retten. So ein leichter rötlicher Ton. Kann auch eine natürliche... natürlicher Farb sein. Ich fände das einfach unnatürlich, wenn ich mich jetzt total bunt anmale und rechtfertigen will, dass ich damit als Soldat in den Kampf ziehe. So. Ich bin soweit mit unserem Shepard zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ansonsten ist es ja wie in den meisten. In den Kampfszenen sieht man sich vor allem von hinten. Und auf den haben wir hier keinen Einfluss, mit dem müssen wir uns zufrieden geben. Dann sagen wir jetzt einfach mal, wir sind hier schön zufrieden, nicken ein bisschen und beenden unsere Zusammenstellung. Hier sieht man dann nochmal in Übersicht, ob man mit dem, was man eingegeben hat, alles so zufrieden ist. Shepard sieht auch gut aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir das an und fangen einmal an. Und bestätigen das noch einmal. Identifikation bestätigt. Können jetzt hier nochmal die Schwierigkeit einstellen. Wie gesagt, bei mir habt ihr das Vergnügen, ich spiele auf Wahnsinn. Ihr könnt mich also wahnsinnig kämpfen, teilweise vielleicht auch wahnsinnig verzweifeln sehen. Das mache ich nämlich dann bei allen Spielen, weil ich liebe die Herausforderung. Und auch wenn man dann 35 Versuche braucht, um irgendwas zu schaffen, der Ärger gehört mit dazu. Aber am Ende freut man sich umso mehr, wenn man es geschafft hat. So, nehmen wir das jetzt auch noch an. Es wird geladen. Denn welches Spiel kommt ohne Laden aus? Und jetzt wird uns noch eine kleine Geschichte erzählt. Was wissen wir über Shepard? Sie wurde auf der Erde geboren. Über ihre Familie gibt es keinen Eintrag. Sie hat keine. Sie ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Sie hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Sie hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Sie hat die Bodentruppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf. Ihr allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Ihr Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnte mit Hilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reise selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichen. Basis dieser unglaublichen Technologie war die Kraft, die in der Lage war, das Raumzeitgefüge zu kontrollieren. Sie nannten es die größte Entdeckung der Menschheit. Die anderen Zivilisationen nannten es Mass Effect. Und hier sehen wir jetzt die Normandy, die sich auf dem Weg zu einem dieser Portale begibt. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander. Und unser Pilot Joker, der uns auf seinen Arbeitsschritten auf dem Laufenden hält. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Gerade sind wir an Commander Press, Navigator Presley vorbeigelaufen und jede Menge anderen Leuten, die dafür sorgen, dass wir sicher an unser Ziel kommen. Und hier schauen wir gerade auf den Rücken von unserer lieben Commander Shepard, die schön für uns posiert. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Dann kann's ja mal losgehen, Joker. Auf zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Portalkontakt in 3, 2, 1 und swish.
Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Hoffen wir doch mal. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Wer will schon Komplimente? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Da muss ich Joker irgendwie recht geben, denn offizielle Versionen sind immer gekürzt, wenn nicht sogar immer ganz gestunken und erlogen. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Wie Joker, fies. Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Gewesen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ja, das haben wir belauscht, das haben wir verstanden. Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Haha. So, hier sind wir schon nur uns jetzt im Cockpit der Normandy. Hier sitzt unser Pilot, Joker. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Und Lieutenant Kaidan, der uns auf Missionen begleiten kann. Und auch eine spätere Romanzenoption darstellt. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Mit Joker funktioniert das. Leider nicht. Er ist ein echt witziges Kerlchen, dem man einfach nicht böse sein kann. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Hier können wir jetzt eine Unterhaltung zwischen Navigator Presley und Techniker Adams, der unten im Maschinenraum ist, belauschen. Und natürlich gleich Navigator Presley dazu ausfragen. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Erst wollen wir wissen, über was du da geredet hast. Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Wie, wir haben was bemerkt? Das haben wir wohl noch nicht mitgekriegt. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Ganz einfache Antwort, weil sie es können. Aber was sind das denn für Tarnsysteme, von denen er geredet hat? Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Niles ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Was wollen wir denn damit tarnen? Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Dafür, dass du keine Ahnung hast, hast du aber eine ziemlich große Klappe. Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Ma'am. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Seine Captain Arbeit. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Das sind viele Orden. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Vielleicht will er in Rente gehen. Was geht doch hier vor. Und nur noch was leichte Arbeit machen. So, was kannst du uns denn auch über Niles erzählen? Sie trauen Niles nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Sei aber rassistisch. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Niles dafür verantwortlich machen.
Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen Turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Nihilus muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Nihilus scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Vielleicht wollte er einfach nur eine Mitfahrgelegenheit haben. Ist ja die Frage, wie viele Raumschiffe so durch die Gegend fliegen. So, wir haben alles gefragt, was er uns erzählen wollte. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen weiter um. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. Dankeschön, Navigator. So, hier lang geht's auf dem Weg zum Kommunikationsraum. Aber unterhalten wir uns noch kurz mit Jenkin und Dr. Chakwas. Was ist das für eine irre? Die Unterhaltungen sind auch immer interessant. Man erfährt vieles Neues. Und man erhält für Unterhaltungen, die man noch nicht geführt hat und was Neues erfährt, auch Erfahrungspunkte. Und jeder Spieler mag Erfahrungspunkte. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich auch. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Ja, da musst du das Snailset rausholen, aber er ist schon ein wenig hibbelig. Beruhigen wir das Kerlchen mal. Bleiben Sie ganz ruhig, Corporal. Ein guter Soldat bleibt immer ruhig. Selbst unter Feindbeschuss. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Ich auch nicht. Aber... Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon beim skylianischen Angriff beweisen. So alle wissen sind jetzt, wir. Was Sie drauf haben. Jede das Menge. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Ja, aber nicht draufgehen dabei, Jenkins. Ich warne dich. Sie sind noch jung, Corporal. Vor Ihnen liegt eine schöne, lange Karriere. Also bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Ma'am. Ich werde es nicht vermasseln. Ich nehme dich beim Wort, Jenkins. So, dadurch, dass der Kleine hier aber sehr gesprächig scheint, fragen wir ihn doch auch mal ein bisschen aus. Was können Sie mir über Nihilus erzählen? Die Turianer genießen im Allgemeinen einen guten Ruf unter den anderen Völkern. Ihre Flotte umfasst die meisten Patrouillenschiffe zum Schutz des Zitadellsektors. Aber sie kommen nicht immer besonders gut mit uns aus. Einige Leute empfinden sie als sehr störrisch. Und andere geben ihnen die Schuld für den Krieg des ersten Kontakts. Da würde ich mal sagen, waren wir nicht gerade unschuld dran. Für gewöhnlich spricht er nur mit dem Captain. Ich hoffe, wir können ihn bei einem echten Einsatz beobachten. Ich hörte, dass Nihilus ein ganzes Platoon alleine ausgeschaltet haben soll. Das klingt schon ziemlich eindrucksvoll. Aber wir, Shepard, wir sind besser. So. Wenn Spectres so was Besonderes sind, was kannst du mir denn noch über die erzählen? Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Nur das, was ich gehört habe. Die Spectre-Agenten arbeiten direkt für den Zitadellrat. Sie operieren in kleinen Gruppen oder alleine. Aber sie stellen keine offizielle Autorität dar. Im Grunde sind sie eine Schattenorganisation mit dem Auftrag, die galaktische Stabilität zu schützen. Und zwar um jeden Preis zu schützen. Das ist der wichtige Part dabei. Spectres stehen über dem Gesetz. Das klingt aber nicht gerade gut. Irgendjemand sollte sich vor irgendjemanden doch rechtfertigen. Sonst geht's schief. Wie kann man Agenten mit uneingeschränkter Macht kontrollieren? Ich denke, dass einem Spectre, der außer Kontrolle gerät, der Agentenstatus vom Rat aberkannt wird. In einem solchen Fall würde sich der Zitadell-Sicherheitsdienst der Sache annehmen. Diese Greenhorns von der Zitadell-Sicherheit hätten keine Chance gegen sie. Das denke ich mir. Ein Spectre ist so wertvoll wie 20 einfache Soldaten. Die Spectres passen auf sich selbst auf. Wenn einer von ihnen außer Kontrolle gerät, werden die anderen ihn ausschalten. Sie nennen es das Spectre-System. Einer gegen den anderen. Unser Körper verwechselt romantische Legenden mit der Realität, Commander. Gibt es denn auch schon einen menschlichen Spectre, wenn es ja so viele Turianische zum Beispiel davon gibt? Warum gibt es keine Menschen unter den Spectres? Die Spectres werden üblicherweise von den Völkern des Rates gestellt, zum Beispiel den Turianern. Schon seit Jahren bemüht man sich darum, einen Menschen in den Rang eines Spectres zu bringen,
Aber bis jetzt waren es nur Versuche. Hey, Commander, Sie würden doch einen guten Spectre abgeben. Davon gehe ich aus. Sie sind doch ein echter Kriegsheld, oder? Sie allein sollen eine ganze Flotte beim skylianischen Angriff aufgehalten haben. So gut, wenn Fähigkeiten müssen doch für die Spectres genau richtig sein. Was das sind das? Alles was, wenn nicht Spekulationen. Das? Die Spectres sind einfach nicht daran interessiert, Menschen zu rekrutieren. Wie gemein. Egal, welche Fähigkeiten sie haben. Das ist nicht nett. Aber wir werden sie noch von Besserem überzeugen können. So, wir sind auf dem Weg nach Eden Prime. Mal schauen, was die zwei uns über Eden Prime erzählen können. Sie stammen von Eden Prime, oder, Jenkins? Wie ist es da? Es ist ein sehr friedlicher Ort, Commander. Alles wurde in aller Ruhe entwickelt. Es gibt kaum Probleme mit Lärm oder Verschmutzung in der Stadt. Meine Eltern lebten im Außenbezirk der Kolonie. Nachts bin ich immer auf diesen großen Hügel geklettert, um über die Felder hinweg die Nachtlichter der Kolonie zu sehen. Ein wundervoller Anblick. Aber als ich älter wurde, war mir klar, dass es dort zu ruhig für mich sein würde. Darum bin ich zur Allianz gegangen. Selbst ein Paradies kann auf Dauer langweilig werden. Ach, das würde ich nicht unbedingt sagen. Außer da steht vielleicht ein Apfelbaum rum. Mit dem passieren dann immer schlechte Sachen. Wissen Sie, warum wir nach Eden Prime fliegen sollen? Keine Ahnung, Commander. Eden Prime ist eine unserer stabilsten Kolonien. Ein guter Zielort für den Testflug der Normandy, schätze ich. Es gibt keine wirklichen Gefahren dort. Aber es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Wir haben einen Spectre an Bord. Deswegen bin ich ein wenig aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass die eigentliche Mission beginnt. Und schon wieder ist er so aufgeregt. Haben wir den nicht gerade eben erst beruhigt? So, jetzt gibt's nichts mehr, was er uns erzählen will. Also, gehen wir weiter zum Captain. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Im Kommunikationsraum soll er sein. Hier werden wir später unsere Besprechung abhalten. Aber nanu, wer steht denn hier? Du bist nicht der Captain. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. So. Ich dachte, Captain Anderson wollte mich sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ja, das habe ich auch schon gehört. Man hält es sogar für ein Paradies? Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Das klingt nicht gerade nett, was der da sagt. Man könnte meinen, dass der Eden Prime kaputt machen will. Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Der droht ja immer weiter. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Bereit wofür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Aber sowas von... Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ich bin nicht gerade überrascht. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Aha, und warum sind wir so geheimniskrämerisch? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ein Prote-was? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Cool. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Nicht schlecht. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Ja, aber erst könnten wir was lernen und dann die anderen. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard.
War ja klar. Nihilus möchte sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll sie beurteilen. Ja, ja. Was lernen will er noch? Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig hier rumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Menschen an die Macht. Das repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Menschen an die Macht. Sie haben eine ganze Angriffswelle während des Gyllianischen Angriffs aufgehalten. Das habe ich. Sie haben nicht nur Courage, sondern auch ihre Fähigkeiten bewiesen. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Du? Mich? Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Und dann auch noch so bedrohend. Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Jede Menge. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Aber mehr als das. Aber sieht das denn Anderson auch so? Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf sie. Ich muss mir ein eigenes Bild ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nein, kann ja nicht so schwer sein. Und die Mission beobachten. Aber was waren das nochmal für Proteaner-Dinge? Was können Sie über die Proteaner sagen? Nur das, was Sie an der Akademie gelehrt haben. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Ja, da fragt man sich, warum die nicht mehr da sind. Aber was hat das Ganze denn mit Eden Prime noch zu tun? Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt, aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Die Entdeckung des Senders. Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Ja, wenn wir zum nicht Teil. Die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde fest. Und ja, das damals aber nicht für war immer. Nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein. Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Wessen Hände? Wen meinen Sie damit? Meine? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Wo? Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadelle. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Das haben die nie. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Ja, dann gibt's ja nicht mehr viel zu sagen. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Dann bringen gucken Sie es wir auf uns den Bildschirm. Das doch mal an. Runter jetzt! Ja, aus dem Weg. Sie will den großen Auftritt haben. Ein kleiner Kriegsfilm ist hier zu sehen. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Und keiner Popcorn dabei. Ah.
guckt der grimmig. Und auf einmal schießt keiner mehr. Gucken nur blöd. Auf dieses große Etwas. Und dann war Schluss. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Kein besonders spannender Film. Zurück und bei 38,5 halten. Wow, woher weiß der denn genau, dass es da war? Hat er mitgezählt? Ich sehe keine Zeitanzeige. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, aber noch weit. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Vielleicht auch nicht schlecht, wenn gerade noch das Riesending da war. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Dann gehen wir runter. Tarnsysteme werden aktiviert. Ei, ei, Joker. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Nee, dann macht ein Kaffeepäuschen. Ich bin alleine schneller. Niles wird vorhin Auskunft. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Dann soll es ja einfach werden. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Ja, sind wir mal nicht zu misstrauisch, aber auch nicht zu optimistisch. Wir müssen ganz Allianz machen, was uns gesagt wird. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück. Danke. Nähern uns Landestelle 2. Das ist Können. Warum durfte Niles eine Abkürzung nehmen? Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. So, wir haben unseren Charakter erstellt, haben uns erstmal angehört, was es so zu tun gibt, haben jetzt hier unsere Mission. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay, wird gemacht. Und dann machen wir hier erstmal für meine erste Folge Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr werdet mir auch nochmal weiter zuhören und mir durch die Geschichte von Mass Effect folgen. Für die, die Mass Effect schon kennen, die können gerne in das Kommentar posten, was sie gerne mal sehen würden, wie sie wollen, dass ich mich an bestimmten Stellen verhalte, ob ich nett sein, böse sein soll, was ihr denn da bevorzugen könntet. Und die anderen werde ich wahrscheinlich immer mal wieder Fragen zwischendurch stellen, ohne zu viel zu verraten, und dass ihr euch auch mitentscheiden könnt. Daher, ich spiele auch, dass ihr daran Spaß haben könnt. Ich will euch halt mein Lieblingsspiel zeigen. Also, wenn ihr was Bestimmtes wollt, einfach irgendwo kommentieren und ich versuche, das dann mit einzubauen. Daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß, werdet wieder mit mir Spaß haben. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!